Themenwechsel. Ich, Olaf Schubert, der Liedermacher und Betroffenheitslyriker, ich beschäftige mich mit den Themen der Zeit, ganz klar Umweltschutz, Klimaschutz, Datenschutz, Tierschutz, aber auch der Schutz der Frau. Das ist natürlich eine heikle Thematik. Gehen wir zurück in die Geschichte. Wie sieht's aus für die Frau? Ne, seit 5000 Jahren oder seit 8000 Jahren wird die Frau vom Mann unterdrückt. Ne? Warum? Hahaha, es hat sich bewährt. Aber dieser zementierte Rollenkanon weicht auf. Auch ich mache da nicht mit, ganz klar. Ich beurteile Menschen nicht nach diesen Parametern. Also ich beurteile Frauen nicht nach dem Geschlecht. Und Gott sei Dank kommt ja auch in diese verkrusteten Strukturen Bewegung, in immer breiteren Schichten des gesellschaftlichen Lebens etablieren sich Frauen. Ja, also zum Beispiel hier die Bundeswehr. Die Bundeswehr bildet Soldatinnen aus. Das ist ein Schritt in eine völlig neue, hoffentlich auch friedlichere Zukunft. Ne? Also eine Frau kann ja im Ernstfall völlig anders reagieren. Also wenn die Soldatin zu Felde zieht, das heißt dann wird im nächsten Krieg bestimmt mal gekniffen und gekratzt. Ne? Oder der Gegner wird totgequatscht. So. Ne, was weiß ich, hier Panzerschlacht. Ne? Panzerschlacht muss abgebrochen werden. Ne? Alle haben sich verfahren. So. Aber eine Frau, ist eben in der Lage, aufgrund ihrer weiblichen, aufgrund ihrer feminimösen Intuition wesentlich friedfertiger zu reagieren als so ein Stabsgefreiter, ne? So ein feldverwebelter Gesichtsgünter, ne? Dieser. Ne, so ein uniformierter Testosteronbolzen, ne, dieser der klassische militante Unrumpf. Ne? Diese kleinen aggressiven Wurfzwerge, so, die, ne, die so, so hier, wo ist er, der Russe? Ne, so, und diesen Prozess erleben wir natürlich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Wir erleben den Prozess der Emanzipation im Sport. Ne? Was hatten Frauen dort für einen schweren Stand? Hier, Fußball, laut DFB-Statut. Also bis 1973 war Frauenfußball verpönt. Bis 73 wurde Frauenfußball ausschließlich von Männern gespielt. Ne? Ja. Und erst 1973 haben Frauen dann selbst den Fußball in die Hand genommen und mittlerweile eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Ne? Es gibt Bundesliga, es gibt Europameisterschaften und es gibt ganz offiziell eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Und das wird nicht mal irgendwie hier so inoffiziell drangehangen bei den Paralympics. Ne? Ja. Und diesen Prozess der Versouveränisierung, falls es das überhaupt gibt, also falls es gibt, können wir sehen, dann auch zu Hause. Ich erlebe es bei mir daheim, wenn meine Freundin, die Carola, also sicherlich schießt sie manchmal übers Ziel hinaus, ne, mit ungebremster emanzipatorischem Druck. Ne, wenn sie mit alten Zöpfen aufräumt oder abschneidet und dann aufräumt, dann macht sie das ja gründlich. Ja, also beispielsweise, sie geht eben Kohlen holen. Ja, als Mädchen war das unschicklich, da durfte sie nicht, da mussten das die Brüder machen. Heute aus freiem Willen geht sie in den Keller, holt die Kohlen hoch. Ne? Ich schaffe es wieder runter, wir brauchen keine. Aber es ist ihr freier, souveräner Wille. Ne? Und diese freie Selbstbestimmtheit sehe ich ja auch hier im öffentlichen Raum. Ne? Soweit mein müdes Auge wandert, sehe ich stolze, selbstbewusste Alpha-Weibchen. Sie haben sich
für heute auch hier, ne, schick, schick gemacht. Sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie transportieren ja damit ihr Selbstbewusstsein, ne, das neue Selbstbewusstsein. Also die Waffen einer Frau haben sich verändert. Ne. Bis vor 50 Jahren war es der Quirl. Heute ist es die Frau selbst, also der Körper, also das Spezialgebiet der Frau. Ne. Die kritische Masse unterhalb des Kinns. Ne. Hier, was hat der Mann da im Gegenteil? Reizloses Quatsch. Flachstrecke, ne? Maskuline Brache, dümpelnde Körperhalde, ne? Braucht kein Mensch, beim Mann hätte man gleich das Gaumenzäpfchen auf die Hüfte stecken können. Ne? So. Organe im Beutel mitgeben, ne? Hier Milz ins Handschuhfach. Also, Themenwechsel. Wenn man ein großes Werk wie meines hier präsentieren möchte, darf natürlich mein literarisches, kleine orale Spasme, also ich meinte mein schriftstellerisches Werk, ich habe ein Buch geschrieben, genauer gesagt ist es ein Hörbuch, aber ich habe den Text dann von der CD nochmal runtergehört. Es ist ein Reisetagehörbuch. Damit impliziere ich ja schon, ich bin viel in der Welt unterwegs. Viele können ja gar nicht mehr reisen, ne? Aufgrund der Finanzkneppe. Ne? Reisen ist ja teuer. Wer schon mal im Ausland gewesen sein sollte, das ist meist nicht in der BRD. Zum Beispiel hier Spanische Treppe, Madrid. Ne? Na, wenn man dort zum Eisstand geht und sagt, hier, Eisschaffender, gib mir ein radiusmotiviertes, gekühltes Geömmel, ne? Dann kriegt man so ein Eis, 3 €. Ne? Als Deutscher denkt man ja gleich, Mensch, auf die Waffel ist Pfand. Aber wenn man das mal... Wenn man das mal hochrechnet, kommt ganz schön was zusammen. Und für alle die Stellen, also für alle stellvertretend, die hier bleiben, habe ich mich sozusagen aufgemacht in die Welt und habe ein Reisetagebuch geschrieben. Lieber, ich fange jetzt einfach mal an, lieber Hörender oder Sehender, je nachdem. Viele Menschen von euch, also ich sage gleich mal du, zu Ihnen, laufen leider blind durchs Leben und glauben abgestumpft und willenlos, was sie in den Massenmedien vorgesetzt bekommen. Ich aber, Olaf Schubert, brach auf und... Scheißschrift. Selbst auf dem Computer. Kein Risiko scheuend, schälte ich mich mit dem zielsicheren Forscherinstinkt durch den Apfel der Erkenntnis. Schicht um Schicht. So, und jetzt geht's los. Let's go, wie der Lateiner sagt. Ich fuhr mit dem Zug und betrat mein Abteil im Zug von Malyschichowice nach Ústí nad Labem. Hier in der tschechischen Savanne wollte ich meine Reise beginnen. Ich komme in das Abteil rein und sage, hallo. Aber saß noch eine andere Person. Sie sagte, hallo. Hoppla, dachte ich. Der bereits hier sitzende Fahrgast schien mich nicht zu kennen. Er musste Ausländer sein. Ja, das ist ja so, im Ausland trifft man ja viele Personen, die bei uns Migrationshintergrund hätten. Ne? Nur, dass dort der Migrationshintergrund eben nicht so im Vordergrund steht. Ich begann ihn also, ohne seine Menschenwürde zu verletzen, in die Gesellschaft zu integrieren. Woher du? Also, sorry, I don't understand. Aber, also, er sprach ausländisch, kannte ich natürlich auch. Deshalb frage ich, from where you here? Ich sprach gleich im angelsächsisch gereimten Versmaß, ne? Um ihm die Scheu zu nehmen. Er sagte, oh yeah, I come from Massachusetts, USA. Ah, sagte ich, Massachusetts, it's near Connecticut. Ne? Wusste ich, denn I have connections to Connecticut. No, it's in North Carolina, near South Carolina.
Ah, North Carolina. Also er gedachte mir offensichtlich vorzuschreiben, wo er herkommen wollte. Da habe ich ihm eine Lektion erteilt in Deutsch, habe gesagt, dein Deutsch ist very unsafe und also unschorrible. Und habe ihn ein bisschen geteacht, haben wir angefangen, A wie Eichamt, über B wie Bronchialkatar, bis Z wie Zivilgerichtsprozessordnungsparagrafen, Registerklabü. So, hat er auch nicht kapiert. Aber dann konnte er Deutsch und Moment, als ich ihn gerade die Vokabeln abfragen wollte, in diesem Moment bremste der Zug, also er beschleunigte negativ. Und ein Koffer, das heißt ein Hartschalen-Reisegut-Transportgefäß, also fiel runter. Touchierte ihm hier am Gehirnbehälter, das heißt, es laffelte ihm voll an die Omme. Ne? So, ja. Und es schlug also 13, kurz vor 12. Und ich, also sofort, wie ich es im ersten Hilfekurs gelernt habe, spendete ich erste Hilfe und öffnete seinen Mund und spendete eine Ohrfeige. Ja. Hat ihm also auch geholfen. Er kam wieder zu Bewusstsein und da sind wir dann weitergefahren und dann haben wir dann so Landschaft gesehen. Das war schön. Wir sind nämlich, das ist ja außerhalb von Städten, ist manchmal Landschaft und da fahren die Züge durch. Gut gemacht, wirklich. Und dann waren wir wieder auf einem Bahnhof und da hörte ich plötzlich eine Stimme. Olaf, rief sie. Und wie gevatter Zufall, der grimme Schnitter es so wollte, war auf dem Bahnhof meine tschechische Schwester Gabi. Wie, muss man dazu sagen, wir sind Zwillinge. Wir wurden allerdings schon vor unserer Geburt getrennt. Also wir sind zweieiige Zwillinge. Ja, wobei ich beide habe. Also, eine kleine Flachsrakete eingebaut. Wir sehen uns aber trotzdem sehr ähnlich. Also wir sehen uns so ähnlich, man hat unsere Mutter bei der Geburt vertauscht. Das war das Verrückte. Also, ja. Und sie ist also dort geblieben. Und sie studiert und ist nebenbei auch Schlagzeugerin bei der tschechischen, einer Thrash-Metal-Band, Bluthusten, Pneumatic Katar. Und da haben wir so geredet und dann habe ich vergessen, dass der Zug eigentlich davor der ohne mich los ist. Habe ich gesagt, okay, Gabi, bleibe ich bei dir, haben wir uns viel zu erzählen. Am nächsten Tag war sie bei ihrer Vorlesung und da befanden wir uns in der überfüllten Aula der Tschechischen Technischen Universität von Kostelech nach Zerchenichlech. Ne? Und da hat einer einen Vortrag gehalten über Außerirdische, über die Existenz. Das ist ja eigentlich auch meine Kernkompetenz. Da habe ich das Podium geentert, habe meine Sichtweise auf die Dinge mal dargelegt und habe gesagt, die Beweislage zur Existenz von Außerirdischen ist sehr unklar. Es gibt auf der einen Seite Fotos, wo Außerirdische drauf sind, aber die beweisen ja nicht, dass es sie gibt. Denn die Fotos können ja gefälscht sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Fotos, wo keine Außerirdischen drauf sind. Können ja aber auch gefälscht sein. Ja. Also beweisen ja nicht, dass es sie nicht gibt. Das ist sehr diffizil. Ich habe dann die Studenten gebeten, dass sie Fotos, auf denen keine Außerirdischen zu sehen sind oder zu sehen sein könnten, an mich schicken und dass sie die Stellen, wo keine drauf sind, schon mal markieren. Also, weil ich ja widerlegen will, dass es keine Außerirdischen gegeben haben, dass ich keine, dass es, also ich, wie ich mich kenne, wird es schon stimmen. So, also, ne, da stand ich da, habe denen das also ganz plausibel dargelegt, wo es lang geht. Und nun war ich eigentlich in der Stimmung, um Applaus entgegenzunehmen. Nein, aber ein wütender akademischer Mob krakelte und da bin ich rüber in die Mensa und habe einen Blumentopf umgeschubst. Ja, ich kann auch anders und dann bin ich dann also von dort weg und bin dann nach Schweden. Da bin ich mit dem Zug hin, dort war gerade eine Demo. Denn die Skandinavier werden hier unterdrückt von den Lappen. Und da habe ich gesagt, ihr Lappen, ihr Lumpen. Hab der Demonstration internationales Gewicht verliehen und bin dann bei einem alten Schweden eingezogen. Genau. Ach, der hatte so viele Ikea-Möbel. Genau. Und da hat er mir erzählt, die haben ja so lustige Namen, ne? Torben, Ansgar, Möltbe und so. Und das wusste ich gar nicht. Die Möbel werden nach dem benannt, der als erster bei dem Versuch, die aufzubauen, gestorben ist. Ja. Und dann ist verrückt, wie viel man unterwegs lernt. Und dann haben wir gesagt, am nächsten Tag, er wollte das legendäre Bernsteinzimmer suchen. Da sind wir irgendwie an so eine Stelle, wo es sein könnte. Da sind wir irgendwo rein, war allerdings, kam im Bimssteinzimmer raus.
es ist auch sehr interessant, das BIMS-Sternzimmer ist zu 120% aus BIMS. Das haben ja BIMS-Pimper im 18. Jahrhundert von Peter dem Großen angefertigt. Der BIMS wurde verfläzt und dann wurde der kraftschlüssig. Also alles ist, selbst Gold, alles ist aus BIMS gepimpt. Wirklich schon verrückt. Das wurde eine Fläzerei dort. Ja. Dann sind wir zurück, da habe ich mir erstmal eine heiße Suppe aufgetaut. ja, der Kühlschrank war kaputt, da kann eine Lauwarm einfrosten und der spart dadurch CO2. Hat schon viel eingespart, der hat, also hat seinen CO2-Ausstoß halbiert auf CO1. ja. Und dann haben wir uns ein Tandem gefangen und sind damit los. Am nächsten Tag hat er mir die Stelle gezeigt, wo der Buchstabe O an Land gespült wurde. Hab ich gesagt, aha. ja. Und dann wurde mir erstmal klar, was der Buchstabe O bedeutet. Nicht, man spricht den so selbstverständlich aus, aber ohne O. Ne? Ich wäre ein Laff. ne? ja. Und dann brach Krieg aus zwischen Helgoland und Legoland und da bin ich weg auf neutrales Gebiet in die Schweiz, hab dort so Urinsteinhöhlen besichtigt und hab dort mit Feministen getagt. Und dann bin ich aus der Schweiz wieder weg, rüber, bin ins Flugzeug gestiegen und da hab ich, das war furchtbar, das waren schon die Security-Schergen. Ne, die tasten einen ja so ab, aber es gelang mir, eine der schärfsten Waffen, die es überhaupt gibt auf der Welt, ins Flugzeug zu schmuggeln. Eine scharfe Waffe, und zwar meinen Verstand. ich habe aber keinen Gebrauch davon gemacht. Dann sind wir abgestürzt über der Wüste Numib und das war dann ein touristisches Programm. Da konnte man wählen, möchte man an einer Ausgrabung teilnehmen. Habe ich mich für eine Eingrabung entschieden. Und da haben wir den Urmeter gefunden. Der war allerdings bloß so lang. Das liegt daran, dass die Menschen damals nicht so lange gelebt haben. Deshalb kam der denen schon wie ein Meter vor. Und dann bin ich von dort weg. Habe ich angeheuert bei der ägyptischen Flotte. Ich sollte von Ägypten aus den Seeweg nach Ungarn finden. Ja, die ägyptische Flotte wollte Balaton strategisch wirken. Wollte freien Zugang zum Pullovermarkt in Schiefrock. Und sind wir dort vorbei in Pyramiden. War eine Pyramide, Haufen Betrieb. Stellte sich raus, war die Bevölkerungspyramide. naja. Und dann wurden wir angegriffen von Freischärlern, rumänische. Und da habe ich die Situation gerettet, indem ich einen Witz erzählt habe. Die wollten uns 10 Urmeter abjagen und da habe ich die friedensstiftende Waffe des Humors strategisch geschickt an ihre verwundbarste Stelle angekoppelt und habe gesagt, kennt ihr den schon, ihr Pseudosudeten? wollte was wissen, habe ich gesagt, hier kommt einer zum Arzt. Oder nein, ein anderer kommt zum Arzt, genau. Und nein, der Arzt war schon zu, ganz anders, genau. Es ging ums Gehirn, also um die Zerebrallappen hier, ne? Also um den, genau. Warum haben Frauen mehr Gehirnwindungen als Pferde, damit sie beim Wischen nicht aus dem Eimer trinken? Und hier enden dann die Aufzeichnungen abrupt. Ja. Ich muss noch mal los, offensichtlich. Aber ich meine, gerade im Sommer ist es also auch eine Anregung für viele, sich noch mal auf die Reise zu begeben. So. Und erst 1973 haben Frauen dann selbst den Fußball in die Hand genommen und mittlerweile eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Es gibt Bundesliga, es gibt Europameisterschaften und es gibt ganz offiziell eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Und das wird nicht mal irgendwie hier so inoffiziell drangehangen bei den Paralympics. Ne? Ja. Und diesen Prozess der Versouveränisierung, ich weiß, dass es das überhaupt gibt, also falls es es gibt, können wir sehen, dann auch zu Hause. Ich erlebe es bei mir daheim, wenn meine Freundin, die Carola, also sicherlich schießt sie manchmal übers Ziel hinaus, ne, mit ungebremster emanzipatorischem Druck. Ne, wenn sie mit alten Zöpfen aufräumt oder abschneidet und dann aufräumt, dann macht sie das ja gründlich. Ja, also beispielsweise, sie geht eben Kohlen holen. Ja, als
Als Mädchen war das unschicklich, da durfte sie nicht, da mussten das die Brüder machen. Heute aus freiem Willen geht sie in den Keller, holt die Kohlen hoch. Ne? Ich schaffe sie wieder runter, wir brauchen keine. Aber es ist ihr freier, souveräner Wille. Ne? Und diese freie Selbstbestimmtheit sehe ich ja auch hier im öffentlichen Raum. Ne? Soweit mein müdes Auge wandert, sehe ich stolze, selbstbewusste Alpha-Weibchen. Sie haben sich für heute auch hier ne, schick gemacht. Sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie transportieren ja damit ihr Selbstbewusstsein, ne, das neue Selbstbewusstsein. Also die Waffen einer Frau haben sich verändert. Ne. Bis vor 50 Jahren war es der Quirl. Heute ist es die Frau selbst, also der Körper, also das Spezialgebiet der Frau. Ne. Die kritische Masse unterhalb des Kinns. Ne. Hier, was hat der Mann da im Gegenteil? Reizloses Quatsch, Flachstrecke, ne. Maskuline Brache. Dümpelnde Körperhalde, ne? Braucht kein Mensch, beim Mann hätte man gleich das Gaumenzäpfchen auf die Hüfte stecken können. Ne? So. Organe im Beutel mitgeben, ne? Hier Milz ins Handschuhfach. Also, Themenwechsel. Wenn man ein großes Werk wie meines hier präsentieren möchte, darf natürlich mein literarisches kleine orale Spasme. Also ich meinte mein schriftstellerisches Werk. Themenwechsel. Ich, Olaf Schubert, der Liedermacher und Betroffenheitslyriker, ich beschäftige mich mit den Themen der Zeit, ganz klar. Umweltschutz, Klimaschutz, Datenschutz, Tierschutz, aber auch der Schutz der Frau. Das ist natürlich eine heikle Thematik. Gehen wir zurück in die Geschichte. Wie sieht's aus für die Frau? Ne, seit 5000 Jahren oder seit 8000 Jahren wird die Frau vom Mann unterdrückt. Ne, warum? Hahaha, es hat sich bewährt. Aber dieser zementierte Rollenkanon weicht auf. Auch ich mache da nicht mit, ganz klar. Ich beurteile Menschen nicht nach diesen Parametern. Also ich beurteile Frauen nicht nach dem Geschlecht. Und Gott sei Dank kommt ja auch in diese verkrusteten Strukturen Bewegung, in immer breiteren Schichten des gesellschaftlichen Lebens etablieren sich Frauen. Ja, also zum Beispiel hier die Bundeswehr. Die Bundeswehr bildet Soldatinnen aus. Das ist ein Schritt in eine völlig neue, hoffentlich auch friedlichere Zukunft. Ne? Also eine Frau kann ja im Ernstfall B völlig anders reagieren. Also wenn die Soldatin zu Felde zieht, das heißt dann wird im nächsten Krieg bestimmt mal gekniffen und gekratzt. Ne? Oder der Gegner wird tot gequatscht. So. Ne, was weiß ich, hier Panzerschlacht, ne, Panzerschlacht muss abgebrochen werden. Ne, alle haben sich verfahren. So. Aber eine Frau. Aber eine Frau ist eben in der Lage, aufgrund ihrer weiblichen, aufgrund ihrer feminimösen Intuition wesentlich friedfertiger zu reagieren als so ein Stabsgefreiter, ne? So ein feldverwebelter Gesichtsgünter, ne? Dieser, ne? So ein uniformierter Testosteronbolzen, ne? Dieser der klassische militante Unrumpf. Ne? Diese kleinen aggressiven Wurfzwerge, so, die, ne? Die so, so hier, wo ist er, der Russe? Ne? So, und diesen Prozess erleben wir natürlich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Wir erleben den Prozess der Emanzipation im Sport. Ne? Was hatten Frauen dort für einen schweren Stand? Hier, Fußball,
laut DFB-Statut. Also bis 1973 war Frauenfußball verpönt. Bis 73 wurde Frauenfußball ausschließlich von Männern gespielt. Ne? Ja, okay, Gabi, bleibe ich bei dir, hatten wir uns viel zu erzählen. Am nächsten Tag war sie bei ihrer Vorlesung und da befanden wir uns in der überfüllten Aula der Tschechischen Technischen Universität von Kostelech nach Zerlich-Michlech. Ne? Und da hat einer einen Vortrag gehalten über Außerirdische, über die Existenz. Das ist ja eigentlich auch meine Kernkompetenz. Da habe ich das Podium geändert, habe meine Sichtweise auf die Dinge mal dargelegt und habe gesagt, die Beweislage zur Existenz von Außerirdischen ist sehr unklar. Es gibt auf der einen Seite Fotos, wo Außerirdische drauf sind, aber die beweisen ja nicht, dass es sie gibt. Denn die Fotos können ja gefälscht sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Fotos, wo keine Außerirdischen drauf sind. Können ja aber auch gefälscht sein. Ne? Ja. Also beweisen ja nicht, dass es sie nicht gibt. Das ist sehr diffizil. Ich habe dann die Studenten gebeten, dass sie Fotos, auf denen keine Außerirdischen zu sehen sind oder zu sehen sein könnten, an mich schicken und dass sie die Stellen, wo keine drauf sind, schon mal markieren. Also, weil ich ja widerlegen will, dass es keine Außerirdischen gegeben haben, wie ich mich kenne, wird es schon stimmen. So. Also, ne, da stand ich da, habe denen das also ganz plausibel dargelegt, wo es lang geht. Und nun war ich eigentlich in der Stimmung, um Applaus entgegenzunehmen. Nein, aber ein wütender akademischer Mob krakeelte und da bin ich rüber in die Mensa und habe einen Blumentopf umgeschubst. Ja, ich kann auch anders und dann bin ich dann also von dort weg und bin dann nach Schweden. Da bin ich mit dem Zug hin, dort war gerade eine Demo. Denn die Skandinavier werden hier unterdrückt von den Lappen. Und da habe ich gesagt, ihr Lappen, ihr Lumpen, habe der Demonstration internationales Gewicht verliehen und bin dann bei einem alten Schweden eingezogen. Genau. Ach, der hatte so viele Ikea-Möbel. Genau. Und da hat er mir erzählt, die haben ja so lustige Namen, ne? Torben, Ansgar, Möltbe und so. Und das wusste ich gar nicht, die Möbel werden nach dem benannt, der als erster bei dem Versuch, die aufzubauen, gestorben ist. Ja. Und dann ne, ist verrückt, wie viel man unterwegs lernt. Und dann haben wir gesagt, am nächsten Tag, er wollte das legendäre Bernsteinzimmer suchen. Da sind wir irgendwie an so eine Stelle, wo es sein könnte. Da sind wir irgendwo rein, war allerdings kam im Bimssteinzimmer raus. ne? Es ist auch sehr interessant, das Bimssteinzimmer ist zu 120% aus Bims. Das haben ja Bimspimper im 18. Jahrhundert von Peter dem Großen angefertigt. Der Bims wurde verfläzt und dann wurde der kraftschlüssig. Also alles ist, selbst Gold, alles ist aus Bims gepimpt. Wirklich schon verrückt. Es wurde eine Fläzerei dort. Ja. Dann sind wir zurück, da habe ich mir erstmal eine heiße Suppe aufgetaut. ja, der Kühlschrank war kaputt, er kann nicht sorry, I don't understand. Aber, also, er sprach ausländisch, kann ich natürlich auch. Deshalb frage ich, from where you her? Ich sprach gleich im angelsächsisch gereimten Versmaß, ne? Um ihm die Scheu zu nehmen. Er sagte, oh yeah, I come from Massachusetts, USA. Ah, sagte ich, Massachusetts, it's near Connecticut. Ne? Wusste ich, denn I have connections to Connecticut. No, it's in North Carolina, near South Carolina. Aha, North Carolina. Also er gedachte mir offensichtlich vorzuschreiben, wo er herkommen wollte. da habe ich ihm eine Lektion erteilt in Deutsch, habe gesagt, dein Deutsch ist very unsafe und also unschurribel. Und habe ihn ein bisschen geteacht, haben wir angefangen. A wie Eichamt, über B wie Bronchialkatar, bis Z wie Zivilgerichtsprozessordnungsparagrafen, Registerklabül. Oder keine Minute. So, hat er auch nicht kapiert. Aber dann konnte er Deutsch und Moment, als ich ihn gerade die Vokabeln abfragen wollte, in diesem Moment bremste der Zug, also er beschleunigte negativ. Und ein Koffer, das heißt ein Hartschalen, Reisegut, Transportgefäß, also fiel runter. Touchierte ihm hier am Gehirnbehälter, das heißt es laffelte ihm voll an die Omme. Ne? So, ja. Und es schlug also 13, kurz vor 12, und sofort, wie ich es im ersten Hilfekurs gelernt habe, spendete ich erste Hilfe und öffnete seinen Mund und spendete eine Ohrfeige. Ja. Hat ihm also auch geholfen. Er kam wieder
zu Bewusstsein und da sind wir dann weitergefahren und dann haben wir dann so Landschaft gesehen. Das war schön. Wir sind nämlich, das ist ja außerhalb von Städten, ist manchmal Landschaft und da fahren die Züge durch. Gut gemacht, wirklich. Und dann waren wir wieder auf einem Bahnhof und da hörte ich plötzlich eine Stimme. Olaf, rief sie. Und wie Vater Zufall der Krimmelschnitter es so wollte, war auf dem Bahnhof meine tschechische Schwester Gabi. Muss man dazu sagen, wir sind Zwillinge. Wir wurden allerdings schon vor unserer Geburt getrennt. Also wir sind zweieiige Zwillinge. Ja, wobei ich beide habe. Also, eine kleine Flachsrakete eingebaut. Wir sehen uns aber trotzdem sehr ähnlich. Also wir sehen uns so ähnlich, man hat unsere Mutter bei der Geburt vertauscht. Das war das Verrückte, also ja. Und sie ist also dort geblieben und sie studiert und ist nebenbei auch Schlagzeugerin bei der tschechischen, einer Thrash-Metal-Band, Bluthusten, Pneumatic Katar. Und da haben wir so geredet und dann habe ich vergessen, dass der Zug eigentlich davor, der ohne mich los, habe ich gesagt, ich habe ein Buch geschrieben, genauer gesagt ist es ein Hörbuch, aber ich habe den Text dann von der CD nochmal runtergehört. Es ist ein Reisetage-Hörbuch. Damit impliziere ich ja schon, ich bin viel in der Welt unterwegs. Viele können ja gar nicht mehr reisen, ne? Aufgrund der Finanzkneppe. Ne? Reisen ist ja teuer. Wer schon mal im Ausland gewesen sein sollte, das ist meist nicht in der BRD. Zum Beispiel hier Spanische Treppe, Madrid. Ne? Na, wenn man dort zum Eisstand geht und sagt, hier, Eisschaffender, gib mir ein radiusmotiviertes, gekühltes Geömmel, ne? Dann kriegt man so ein Eis, 3 €. Ne? Als Deutscher denkt man ja gleich, Mensch, auf die Waffel ist Pfand. Aber wenn man das mal... Wenn man das mal hochrechnet, kommt ganz schön was zusammen. Und für alle die Stellen, also für alle stellvertretend, die hier bleiben, habe ich mich sozusagen aufgemacht in die Welt und habe ein Reisetagebuch geschrieben. Lieber, ich fange jetzt einfach mal an, lieber Hörender oder Sehender, je nachdem. Viele Menschen von euch, also ich sage gleich mal du zu Ihnen, laufen leider blind durchs Leben und glauben abgestumpft und willenlos, was sie in den Massenmedien vorgesetzt bekommen. Ich aber, Olaf Schubert, brach auf und... Scheißschrift. Selbst auf dem Computer. Kein Risiko scheuend, schälte ich mich mit dem zielsicheren Forscherinstinkt durch den Apfel der Erkenntnis. Schicht um Schicht. So, und jetzt geht's los. Let's go, wie der Lateiner sagt. Ich fuhr mit dem Zug und betrat mein Abteil im Zug von Malyschichowice nach Ústí nad Labem. Hier in der tschechischen Savanne wollte ich meine Reise beginnen. Ich komme in das Abteil rein und sage, hallo. Aber saß noch eine andere Person. Sie sagte, hallo. Hoppla, dachte ich. Der bereits hier sitzende Fahrgast schien mich nicht zu kennen. Er musste Ausländer sein. Ja, das ist ja so, im Ausland trifft man ja viele Personen, die bei uns Migrationshintergrund hätten. Ne? Nur, dass dort der Migrationshintergrund eben nicht so im Vordergrund steht. Ich begann ihn also, ohne seine Menschenwürde zu verletzen, in die Gesellschaft zu integrieren. Woher du? Thank you.
fühle mich oft allein. Die Auswahl ist viel zu groß. Wo ist mein Mr. Right? Wie findet man den einen bloß? Der von Elite-Partner hat viel Geld. Der Typ von Tinder ist ein Augenschmaus. Der bei Knuddels ist ein Mann von Welt. Der von Grindr scheidet leider aus. Doch bei dem einen hab ich jetzt ein gutes Gefühl. Vielleicht bin ich schon bald zu zweit. Denn der Typ ist echt süß und hat Stil. Das wurde auch mal langsam Zeit. Wir haben uns zweimal schon geschrieben. Ich hoffe, dass heute etwas passiert. Ich wollte gerade meine Beine rasieren, als plötzlich mein Handy vibriert. Verrät er mir jetzt seinen richtigen Namen? Oder schickt er mir ein Liebeslied? Der Anhang ist nun endlich geladen. Es ist ein Foto von seinem Glied. Dick, dick. Ein Dickpick, ein Dickpick, 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 es ist ein Dickpick. Ich freu mich über nette Worte oder einen Blumenstrauß. Träum ich mit ihm an ferne Orte, doch er packt lieber seine Nudel aus. Ich sehne mich nach einem romantischen Dinner. Es muss auch gar nicht teuer sein, doch er liegt nackt in seinem Zimmer, fotografiert mir sein drittes Bein. Der Typ von Parship hat eine tolle Frisur, der von Neude ist ziemlich reich. Der bei Snapchat hat eine Spitzenfigur, doch in einem sind sie alle gleich. Ich kenne nicht mal ihren Namen, nicht ihre Hobbys oder ihren Beruf, aber ohne mich zu fragen, schicken sie ein Bild, wie Gott sie schuf. Dickpick, ein Dickpick, ein Dickpick, Dickpick, klick, klick, es ist ein Dickpick. Wenn ne Olle euch bei Tinder right swiped, dann seht ihr besser zu, dass ihr bereit seid. Shorts runter, Handy raus, bevor es zu spät ist. Frauen lieben nichts mehr als ein Foto von dem Penis. Dein Lörres sollte stehen wie ein strammer Soldat. Und die Eier müssen dick sein wie Jabba the Hutt. Wichtig für ein Dickpick ist das richtige Licht. Denn nichtig für dein Dickpick ist dein Pickelgesicht. Jetzt bekommt ihr von mir den wohl wichtigsten Ratschlag. Nehmt immer eine sehr kleine Banane als Maßstab. Und wenn ihr es nicht aus Versehen an eure Mütter verschickt, heißt es Liebe, Liebe auf den ersten Dick. Dickpick, ein Dickpick, ein Dickpick, Dick.